Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe hier offscreen mal mein ganzes Fleisch gebraten. Und dabei ist mir aufgefallen, dass hier hinten... Ein paar Dietriche wären hilfreich. Verdammt. Ich wollte gerade sagen, eine Truhe steckt. Aber leider habe ich ja immer noch keine Dietriche dabei. Aber hier wächst ein Fettknütterich. Schau mal einer an. Komme ich denn von hier aufs Dach hoch? Na? Nein. Das klappt leider nicht. Gut, dann werde ich hier mal wie geplant mit Huno und Paul sprechen. Huno ist der Schmied aus dem ersten Teil. Wer ist eigentlich Paul? Keine Ahnung. Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Das habe ich doch schon mal gehört. Bringst du den Stahl? Stahl? Nein, ich denke, du verwechselst mich. Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Kennen wir uns irgendwoher? Okay, doch. Klar, aus dem alten Lager. Ich hab dich beklaut. Das alte Lager. Richtig. Du bist dieser neugierige Typ. Ich dachte, du wärst tot. Ja, das denken alle. Wer hat sonst noch überlebt? Wenige. Ein paar sind wie ich mit Raven geflohen. Für viele andere wurde das alte Lager zum Grab. Ja, richtig. Die Erzbarone haben da ja angefangen, alles zu töten. Inklusive der Feuermagier. Erzähl mir von deiner Flucht. An dem Tag, als die Barriere fiel, brach Chaos aus. Einige versteckten sich, andere flohen und überall wurde geplündert. Was hast du gemacht? Ich wollte gerade das Lager verlassen. Da wird es schlagartig hell und ein sengender Schmerz fraß sich durch meine Haut. Aua. Ein verdammter Blitz hatte mich erwischt. Es ist mir so, als könnte ich ihn immer noch hören. Später erzählte man mir, dass Taurus mich gefunden und mitgenommen hat. Ein Blitz, ausgerechnet. Ich brauche eine bessere Rüstung. So, die kannst du haben. Dass sie so teuer ist, liegt an Esteban. Dieser verfluchte Hund kassiert nämlich von jeder Rüstung, die ich verkaufe, seinen Teil ab. Schwere Banditenrüstung, 45, kosten 2100. Kann ich mir gerade nicht leisten. Ich habe die mittlere, das heißt mit der schweren hätte ich 10 mehr an Schutz, aber ehrlich gesagt, ich will die ohnehin nicht wirklich lange tragen. Deshalb... Zeig mal, was du hast. Lass ich das Ganze erstmal. So, was hast du denn Schönes? Ring der Stärke, ein paar Spitzhacken und ansonsten nichts, was ich gebrauchen könnte. So muss das sein. Genau so muss das. Gut, dafür kann ich dir aber sicherlich ein paar Dinger verticken. Zum Beispiel nichts. Richtig. Habe ich ja letztes Mal schon gemacht. Das ist eine neue Aufnahme, sorry. Hey. Dann eben Paul. Handelst du mit Schmiedezubehör? Stahl gibt's bei Huno. Ich habe nur ein paar Brocken Erz. Aber die gebe ich nicht her. Es ist das einzige von Wert, was ich habe. Arbeitest du für Huno? Ich wollte ein bisschen Gold machen und habe bei Huno angefangen. Aber seitdem kriege ich von Esteban gar nichts mehr. Er hat gesagt, er kann mich nicht mehr gebrauchen. Was bleibt mir übrig, als weiterhin für Huno zu schuften? Ah, du Armer. Sonst alles klar bei dir? Ich will hier nur meine Arbeit machen, Mann. Natürlich. So, das Attentat. Genau, Esteban habe ich schon gesprochen. Damit bin ich, glaube ich, hier komplett durchs Lager einmal durch, hier unten. Das war keine große Sache. Also kann ich mal versuchen, da hochzugehen. Du kennst die Regel. Ohne rote Steintafel kommt keiner in die Mine. Vergiss die Mine, ich muss zu Raven. Selbst wenn. Wir haben hier Regeln. Und die gelten für alle, auch für dich. Oh. Kehr wieder um. Wenn du versuchst, ohne Erlaubnis den oberen Platz zu betreten, werden die anderen Gardisten dich umbringen. Das sind die Regeln. Wenn du was zu beanstanden hast, geh und sprich mit Esteban. Er ist für das Lager zuständig. Na gut. Da komme ich jetzt also nicht rein. Das heißt, ich habe tatsächlich hier alles, was ich an diesem Lager bisher erreichen kann, abgeklappert. Sag mal, Esteban, ich will da oben rein. Nee, lieber nicht. Gut, irgendwer meinte, ich weiß gar nicht, wer das war, dass der Wirt unten wohl einiges über die Leute wüsste. Ach ja, richtig, ich wurde ja vor dem Typen da drin gewarnt. Schau ich doch mal, was der mir hier so zu bieten hat. Hey! Skinner! Hey, du! Warum weckst du mich, hä? Ich wette, du weißt es nicht mal. Stimmt. Nein, sag nichts.
Jetzt ist es zu spät für Ausreden. Oh oh. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kämpfst gegen mich und meine Betty, oder du versuchst wegzulaufen. An deiner Stelle würde ich laufen. Nö. Ich bin nämlich ein sehr guter Kämpfer, weißt du? Das will ich dir wohl schaffen. Na mach schon! Na mach schon! Ja, mach schon! So ist gut! Na mach schon! What? Mit einem... Was? Das war der vierte Schlag oder so und der macht mich plötzlich mit einem Mal komplett tot. Was zur Hölle? Ich hatte den doch fast. Na, das geht aber. Das geht besser. Aber hallo. So, hier, komm mal her. Skinner. Hey, du. Skinner. Wollte ich immer schon mal sagen. In dem Zusammenhang. Ja, so ist gut. Autsch. Au. Alter. Was zur Hölle? Nö, das klappt so auch nicht. Mann, wie habe ich ein Ding gerade fast tot gekriegt? Und dann er mich plötzlich. Was zur Hölle? Wie viel brauche ich denn noch für ein Level-Up? Ist die wichtige Frage. Nicht mehr allzu viel, unter 1000. Dann würde ich mal sagen, ich warte damit, bis ich mich mit dem anlege, bis ich ein Level habe. Und dann bin ich ja nochmal ein kleines Stückchen stärker. So, nein. Ich komme später wieder. Ich möchte nämlich mit Snuff reden. Genau, Snuff wäre derjenige, der alles weiß über die Leute. Was weißt du über dieses Attentat? Die Sache mit Esteban? Du weißt doch, wie das läuft. Der Wirt kriegt alles mit, aber er greift nie Partei für eine Seite. Also, weißt du etwas? Das habe ich nicht gesagt. Wenn du an meiner Stelle wärst, was würdest du tun? Ich würde mir überlegen, was ich über den Auftraggeber weiß. Erstens, es war wahrscheinlich einer der Banditen. Das heißt, er ist hier im Lager. Zweitens, dass er hier im Lager ist, heißt, er beobachtet dich. Drittens, wenn er der Meinung ist, dass du auf Estebans Seite stehst, wird er sich dir nie zu erkennen geben. Die interessante Frage ist also, wie stehen deine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Wie stehen meine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Bis jetzt ist noch alles offen. Danke. Hey! Ich hab dir nichts erzählt, was du nicht schon längst wusstest, klar? was hatten die Leute von Esteban? Frag ich ihn gleich. Was hältst du von Esteban? Wer über ihn redet, ist schnell tot. Okay. Ich schreibe das mal auf. Also Snuff ist eher so neutral. Und was halten die anderen Leute von Esteban? Was halten die Leute hier von Esteban? Da musst du schon etwas genauer werden. Jede Information kostet dich eine Kleinigkeit. Wie viel? 10 Goldstücke. Ist okay. Also, ich schreibe mir das Ganze auf, deswegen ist es ein bisschen langsamer. Finn. Was ist mit Finn? Ein guter Butler. Er hat eine Nase fürs Gold. Esteban bevorzugt ihn deswegen. Ich denke, er steht ganz gut mit ihm. Was denkt Lena über Esteban? So wie ich das beurteilen kann, denkt Lena gar nicht. Was ist mit Senjan? Senjan ist einer von Estebans Jungs. Er arbeitet schon eine ganze Weile für ihn. Also wahrscheinlich auch eher positiv. Könnte aber auch negativ sein, ne? Arbeitet für ihn. So. Also weil Esteban ist ja eher so ein schwieriger Charakter. Und dann kann es ja sein, dass Senjan ihn mittlerweile einfach nicht mehr mag. Aber halt trotzdem noch für ihn arbeitet, weil er sich nicht losreißen kann oder so. Oder weil er Angst hat vor ihm. Emilio, was denkt er über Esteban? Ich denke, er würde nicht gerade Blumen an Estebans Grab bringen, wenn du verstehst, was ich meine. Okay, also ein klares Minus. Was ist mit Fisk? Fisk ist Fisk. Er bezahlt seinen Teil an Esteban und verteilt die Waren, die er größtenteils von den Piraten bekommt. Ich denke, Esteban ist ihm ziemlich egal. Was denkt Huno über Esteban? Ah, Huno. Über den weiß ich so gut wie nichts. Diese Information ist natürlich gratis. Ach, das ist ja aber lieb. Was ist mit Paul? Ich glaube, er mag Esteban nicht besonders. Seit er für Huno arbeitet, kommt er nicht mehr in die Mine. Oh je. Das ist ja auch nicht so erfreulich für ihn.
Gut, ich könnte jetzt zwar laden, um mein Geld wieder zurückzuholen, aber ganz ehrlich, nee, diese paar Goldstücke, das ist in Ordnung. So, fangen wir mal hier an. Über Logan weiß ich nichts. Was weiß Logan denn über das Attentat? Genau. Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Du suchst nach den Typen, die dahinter stecken, was? Aber ich weiß nichts darüber. Wie sollte ich auch? Zu der Zeit saß ich noch im Sumpf. Ich komme später wieder. Interessant ist natürlich die Frage, warum er weiß, als er im Sumpf war, dass sein Attentat verübt wurde. Gut, er hat es natürlich wahrscheinlich hinterher erfahren. Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Gar nichts. Das ist ja... Ja, doch, gar nichts. Mhm. Das sagt sehr viel aus. Und war ich hier hinten schon? Ich glaube, hier hinten war ich schon. So, also, dann rede ich erstmal mit den Leuten, die ihm tendenziell positiv gegenüberstehen. Das wären zum Beispiel Finn. Hey. Wegen des Attentats auf Esteban. Ja? Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Warum willst du das wissen? So, Finn steht Esteban positiv gegenüber, also will Esteban den Tod sehen. Esteban will ihn tot sehen. Oh, du arbeitest für den Boss. Dann werde ich dir sagen, was ich weiß. Siehst du mal. Als das Attentat passierte, wollte ich mir von Huno, dem Schmied, meine Spitzhacke abholen. Aber er war nicht da. Und? Er ist sonst immer da. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. Okay, Moment, das schreibe ich mir gerade mal auf. Finn sagt, Huno war nicht da. Nochmal wegen des Attentats. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Na, schade. Okay. Gut. Finn, dann hätten wir Lena. Lena ist eher so neutral eingestellt. Und ansonsten... Emilio mag ihn nicht, aber Sinjan mag... arbeitet für ihn. Schwer einzuschätzen. Lass ich von Sinjan mal lieber die Finger. Frag mal Emilio. Emilio mag ihn nicht. Was weißt du über das Attentat? Hey Mann, damit habe ich nichts zu tun. Das heißt, er ist potenziell erstmal ein Verdächtiger. Was weißt du über das Attentat? Gar nichts. Was weißt du über das Attentat? Hey Mann, damit habe ich nichts zu tun. Was weißt du über das Attentat? Gar nichts. Ah, schade. Er hat nur mehrere verschiedene Antworten. Ich dachte, da ändert sich was mit der Zeit, wenn man ihn mehrfach fragt. Und er rückt dann irgendwann doch mit was heraus. Okay, gut. Das heißt, ich kann jetzt also auf jeden Fall mal Finn und... Finn habe ich abgehackt. Genau. Emilio habe ich abgehakt. So, ich hack die mal ab, damit ich weiß, mit wem ich schon geredet habe. Hey, und frag du. Mal Sinjan. Ich habe mit Esteban gesprochen. Und er hat dir von dem Attentat erzählt? Er hat mich beauftragt, denjenigen zu finden, der den Attentäter geschickt hat. Weißt du was darüber? Nicht mehr als du. Ich bin ebenfalls auf der Suche nach diesem Auftraggeber. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Lass hören. Ich will, dass du deinen Job gut machst. Ich will, dass du diesen Verräter findest. Und wenn du ihn gefunden hast, will ich, dass du ihn für mich tötest. Die Belohnung kassiere dann ich. Ich habe deinen Steckbrief, vergiss das nicht. Mach deine Arbeit und mach sie gut. Du kannst dir denken, was sonst passiert. Ja. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ich wusste, dass wir uns verstehen würden. Wenn du rausgefunden hast, wer der Kerl ist, erledigen wir diese Zecke zusammen. Und jetzt verschwinde. Okay. Du weißt, was du zu tun hast. Das erklärt auf jeden Fall, dass Sinjan Esteban auf jeden Fall sehr positiv gegenübersteht. Nochmal, gibt's hier was Neues? Was weißt du über das Attentat? Hey Mann! Nee, ich dachte, vielleicht hat er gesehen, dass ich mit Sinjan geredet habe, deswegen. Aber das ist dann wohl nicht der Fall. So, über Fortuno weiß ich zum Beispiel jetzt gar nichts. Allerdings ist Fortuno ja eh eher so ein bisschen zerstreut. Oder verstrahlt? Naja, beides. So, Lena. Ist eher neutral. Sagt Snuff. Das heißt, hier speichere ich lieber mal vorher, damit ich nichts verbocke. Wegen des Attentats auf Esteban? Ja. Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Klar!
Ich werde es dir sagen. Bestimmt steckt dieser Emilio dahinter. Er ist immer wie ein Bescheuerter in die Mine gerannt. Er hat geschürft, was das Zeug hält. Aber seit das Attentat passiert ist, sitzt er auf seiner Bank und rührt sich nicht mehr weg. Ist ja klar. Um in die Mine zu kommen, muss er sich von Esteban den roten Stein abholen. Ich wette, er traut sich nicht mehr, ihm in die Augen zu sehen. Aha. Was könnte Emilio von Estebans Tod haben? Was weiß ich. Vielleicht hat er einen Kumpel in der Mine, der dann Estebans Platz einnehmen würde. Ja, das würde Sinn machen. Ich verstehe. Das heißt, ich habe jetzt definitiv noch was, mit dem ich Emilio belästigen kann. Lena hat mir ein bisschen was über dich erzählt. Lena? Der Typ ist ein Idiot. Das musst du doch gemerkt haben. Er sagt, du warst nicht mehr in der Mine, seit das Attentat passiert ist. Ich weiß nichts. Du arbeitest doch mit diesem Senian zusammen. Ihr steckt doch beide mit Esteban unter einer Decke. Ich habe genau gehört, was ihr gequatscht habt. Bisher hat Esteban sich einen Dreck um uns gekümmert. Warum sollte ich seinen Leuten trauen? Lass mich in Ruhe. Ach, verdammt. Jetzt hat er mir tatsächlich... Was weißt du über das Attentat? Jetzt hat er es tatsächlich doch mitgekriegt und das hat mir jetzt hier eine Option verbaut. Mist, sag mal, Snuff, sind noch die Optionen offen. Wie stehen meine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Ziemlich mies. Ach, verdammt. Einige Leute haben mitbekommen, dass du dich mit Senian eingelassen hast. Du wirst deine Beziehung zu ihm abbrechen müssen, sonst hast du keine Chance, den Auftraggeber des Attentats zu finden. Wusste ich's doch. Eben. Ja, natürlich. Ja, wusste ich's doch. Natürlich. Snuff sagt mir ja nur Dinge, die ich von weiß. Okay, du, Senian, das wird so nix. Dann, ich muss mich von dir trennen. Ich hab's mir anders überlegt. Wir arbeiten jetzt nicht mehr zusammen. Wozu brauche ich dich dann noch, du Penner? Hey, Leute, seht mal, wen wir hier haben. Mach ihn fertig! Sag mal, warum hat Senian gerufen, seht mal, wen wir hier haben? Unbezahlte Rechnungen. Hast du damit ein Problem? Nein, Mann, damit habe ich kein Problem. Ganz im Gegenteil. Der Mistkerl hat für Esteban gearbeitet. Ja, mit dir rede ich gleich, aber unbezahlte Rechnung, ich finde das so großartig. Und zwei Dietriche, sehr gut. Leider habe ich den Steckbrief ihm jetzt nicht abgenommen. Das wäre dann doch von Vorteil gewesen, ehrlich gesagt. Aber gut, was soll's. Ich brauche hier zweimal Heilung. Und wann habe ich den Mana verbraten? Und wofür? Weiß ich gar nicht mehr. Und vor allem, wie viel brauche ich denn noch? 15. Ich brauche 15 Mana, das wäre hier so Feuerkraut. Hä? Was? Ah, 25. Okay. So. Hilf mir, den Auftraggeber des Attentats zu finden. Nein, damit will ich nichts zu tun haben. Wenn einem Idioten wie Lena auffällt, dass du dich merkwürdig verhältst, kann es nicht mehr lange dauern, bis auch Esteban dahinter kommt. Ich sag dir nur einen Namen, mehr nicht. Ich höre. Huno, geh zu Huno. Er muss was über die Sache wissen. Okay, das ist schon der zweite Hinweis, der zu Huno zeigt. Was hast du gegen Esteban? Das Schwein denkt nur ans Abkassieren. Alle paar Tage wird einer von uns von einem Crawler gefressen. Aber Esteban will einfach keine Kämpfer in die Mine schicken. Und warum? Die Typen gehören zu Ravens Leibgarde und Esteban hat Schiss, ihnen was zu sagen. Stattdessen lässt er uns lieber verrecken. Ja, das ist in der Tat ein Argument, ihn nicht zu mögen. Von daher ist vielleicht mein Verdacht gegen Emilio und Paul doch nicht ganz begründet, nur weil sie ihn nicht mögen. Wie stehen meine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Du hast einen von Estebans Leuten observiert. Der Mann, den du suchst, wird glauben, du stehst auf seiner Seite. Aber er wird sich dir nicht einfach so zu erkennen geben. Du musst schon noch mehr rausfinden. Wusste ich's doch. Eben. Wusste ich's doch. So. Moment, Lena hatte ich nicht abgehakt. So, eigentlich habe ich jetzt nur noch... Genau, Fisk, Huno und Paul. Nun, da Huno Verdächtiger ist und Paul Esteban nicht besonders mag, würde ich zunächst mit Fisk eine Runde reden. Weil meine beiden Hauptverdächtigen sind derzeit Paul und Huno mit sehr großem Gewicht auf Huno. Was weißt du über das Attentat auf Esteban?
Hör zu. Ich will mit der Sache nichts zu tun haben, klar? Ich habe meine eigenen Sorgen. Ich bin selbst ein Opfer. Inwiefern? Hab eine Menge Gold bezahlt für meine letzte Lieferung. Aber die kam nie an. Irgendein Schwein hat sie sich unter den Nagel gerissen. Ich bin bestohlen worden. Wahrscheinlich von einem unserer eigenen Leute. Was war das für eine Lieferung? Ein Paket Dietriche. Jemand sollte sie für mich von den Piraten abholen. Aber ein Kerl namens Juan hat es mir weggeschnappt. Mitsamt dem Gold, das ich dafür bezahlt habe. Der Mistkerl versteckt sich irgendwo im Sumpf. Schön. Irgendwo im Sumpf. Juan hat für Esteban gearbeitet. Was? Spiel keine Spielchen mit mir. Du wusstest davon. Gut, du hast recht. Aber dir ist auch hoffentlich klar, warum ich es dir nicht erzählt habe. Jeder hier im Lager weiß, dass du für Esteban arbeitest. Ich habe keine Lust, in die Sache mit reingezogen zu werden, nur weil du scharf auf einen roten Stein bist. Tue ich doch gar nicht. Guck mal, ich habe auch Senja umgelegt. Ich arbeite nicht wirklich für Esteban. So? Du willst den alten Sack übers Ohr hauen? Dann gebe ich dir einen guten Rat. Behalt es für dich. Wenn es um Esteban geht, solltest du niemandem trauen. Nicht mal mir, klar? Und jetzt genug davon. Sonst hört uns noch einer. Zeig mir deine Ware. Okay. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als diese Folge genau dort zu beenden, wo sie begonnen hat. Nämlich hier drüben, bei Huno und Paul. Nur, dass ich diesmal um einiges klüger bin und weiß, dass ich beim nächsten Mal die beiden interviewen werde zum Thema Attentat auf Esteban. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn ich hoffentlich den Attentäter oder den Planer dahinter finde. Auf Wiedersehen, bis dahin.